Weihnacht ist erst dann Weihnacht, wenn es in deinem Herzen geschieht. Weihnacht ist nicht da draußen, obwohl die Menschen natürlich alle irgendwo Weihnachten feiern. Ich kenne Menschen in der Nachbarschaft, die heute Weihnacht feiern, aber sie sind nicht Christen. Sie haben einfach Geschenke, sie haben vielleicht sogar den Baum, aber sie kennen Jesus nicht. Wer ist die wichtigste Person, wenn wir sagen Weihnacht? Jesus, Amen. Jesus, der Mensch geworden ist. Wer die Bibel ein bisschen kennt und die vielen Prophetien, die schon zustande gekommen sind, über all die Jahrhunderte mit Präzision zum Beispiel, wo es geschehen wird, nämlich in dem allerkleinsten Städtchen Bethlehem, wurde Jahrhunderte vorausgesagt, dass dort der Messias geboren werden würde. Halleluja! Und Gott hat es so getimt, dass es eben zustande kam. Weil sein Wort ist wahr und es kommt zustande. Du darfst auch in deinem persönlichen Leben das wissen. Alles, was er verheißen hat, es kommt zustande. Das Einzige, was wir Menschen tun, ist glauben. Glauben? Ja, du sagst vielleicht, ich kann nicht glauben. Doch, wenn du das Wort hörst, dann kannst du dich entscheiden, das Wort anzunehmen und zu sagen, nein, mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben. Aber heute werden wir dir von einem lebendigen Jesus erzählen, der tatsächlich vor circa 2000 Jahren dort in Bethlehem auf die Welt gekommen ist, durch die Jungfrau Maria. Sie war Jungfrau, als sie Jesus empfangen hat. Das glauben wir als Christ, weil wir wissen, wie sehr wir einen Erlöser brauchen. Und jeder Mensch von einem Wiedermenschen gezeugt, also Frau und Mann, die Männer, also ja, wenn ein Baby gezeugt wird, ist es vom Menschen. Das heißt, es bräuchte auch einen Erlöser. Weil einfach diese Trennung von Gott, die damals geschehen ist im Garten, diese Trennung ist in alle Menschen hineingekommen. Drum hat es Gott so gewollt, dass wir durch einen freien Entscheid, hat uns allen einen freien Willen gegeben. Das ist die höchste Form der Liebe. Das Risiko einzugehen, dass man ihn ablehnt. Er hat keine Roboter gemacht. Er hat Menschen gemacht mit einem freien Willen. In seinem Ebenbild geschaffen. Ist das nicht großartig? Birgt aber auch ein großes Risiko, weil es gibt Menschen, die Jesus nicht wollen. Aber heute hören wir von diesem Jesus und zwar lesen wir einfach in dieser wunderbaren Weihnachtsgeschichte, die wir alle kennen, von der Sonntagsschule vielleicht oder vielleicht selber auch gelesen haben oder gehört haben von früher. Und zwar lesen wir im Lukas Kapitel 2. Ihr wisst die Geschichte, damals waren eben diese Hirten auf dem Feld. Die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte hat viele Aspekte. Das ist jetzt der Aspekt dort auf dem Feld in der Nacht. Die Hirten waren dort und hüteten ihre Schafe. Und plötzlich, und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und der Glanz des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt. Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Heerschar, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens.
Das ist die Zürcher Übersetzung, also die Zwingli-Bibel. Ich habe ein bisschen geschaut, weil es geht um den 14. Vers hier, der ein bisschen anders ist in allen Übersetzungen. Wir gehen nochmal zurück. Und zwar, ich möchte hier, genau, ich verkündige euch große Freude in der drittletzten Linie. Der Engel sagt zuerst, fürchtet euch nicht, seht, ich verkündige euch große Freude. Diese drei Wörter, ich verkündige euch große Freude. Mega, Charos. Mega, im Griechischen, mega. Das ist ein super Wort. Schaut mal unsere Wand an, die ist zum Beispiel mega. Gefällt sie euch? Mega. Mega heißt eigentlich, wie die Jungen brauchen das Wort so gerne. Mega. Aber die Engel haben es gebraucht. Hey, es ist anscheinend ein himmlisches Wort. Weil die sprechen ja nur, was der Wille des Vaters ist. Die dürfen nicht einfach irgendetwas sagen. Sie kommen immer mit einem Message vom Himmel. Und sie sagen zuerst, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch. Das Wort verkündige heißt Evangelizo. Und da hört man was heraus? Evangelizo? Evangelium. Weil Evangelium und mega Freude ist einfach beim Herr ein Paket. Du bekommst es heute. Das ist genau das, was auch Jesus damals, der Geist des Herrn ist auf mir, als er seinen Dienst antrat, als er 30 war, als er gesalbt wurde vom Heiligen Geist dort bei der Taufe. Der Heilige Geist kam auf ihn, er ging dann in den Tempel, hat sich dort hingesetzt, hat die Rolle von Jesaja genommen, wo drin steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Und dann geht es weiter noch, was er dort sagt. Aber das Wort Evangelizo ist eben genau dieses Wort. Verkünden. Und es hat immer mit Gospel zu tun, immer mit großer, mega, mega Freude. Das so, Chara. Auch da hört man das Wort Grace hinaus. Versteht ihr? Chara, Charis, charismatisch, Chara. Das ist alles das Wort von eigentlich Gnade und Favor, Gunst. Das ganze Paket, Jesus und alles, alle Geschenke, die er gebracht hat, ist alles aufgrund von unverdienter Gunst. Darum ist es so spannend mit dem Herrn, weil wir nichts verdienen können. Wir probieren gute Menschen zu sein, weil wir das einfach im Herzen haben. Aber wir wissen, dass wir nie qualifizieren vor Gott, nur aufgrund von dem, weil wir jetzt probieren, gut zu sein und viel Gutes zu tun. Das machen wir einfach so oder so. Weil wir jetzt wirklich dem Herrn helfen wollen, das Reich Gottes zu bauen. Dass die Leute Jesus sehen in uns und das Programm von ihm kennenlernen, die Informationen bekommen vom Himmel. Praise the Lord! Halleluja! Ich kann mir vorstellen, wie der Engel gestrahlt hat. Ich möchte mal das Szenario. Ich bin sicher, es gibt noch ein Video im Himmel. Werden wir es dann mal schauen. Wenn der Engel dort in dieser Nacht und alles war hell. Es ist übernatürlich hell. Nicht einfach wegen Mond oder auch nicht wegen dem Weihnachtsstern oder wegen einer LED-Lampe oder so irgendetwas, sondern es ist einfach hell, weil die Herrlichkeit des Herrn da war. Im Himmel gibt es keine Finsternis, es ist einfach hell. Es ist die Herrlichkeit des Herrn. Die haben sie gleich vom Himmel mitgenommen, haben sie dort ausgebreitet, mitten im Feld, mitten in der Nacht, wo die Hirten waren. Halleluja. Das war ein Engel. Das war aber nur einer. Ich verkündige euch große Freude. Praise the Lord. Dann das nächste ist, euch wurde heute der Retter, nicht ein Retter, der Retter. Es gibt keinen anderen Retter. Jesus ist der Retter. Er ist der
Erlöser, Erlöser und Retter ist dasselbe Wort. Das ist das Wort Soter, das kennen wir auch. Ihr, die schon ein bisschen Griechisch könnt mit mir. Nein, wir können nicht Griechisch, aber wir können ein gutes Wörterbuch nachschlagen oder ja, im Internet schauen. Weil man lernt etwas mit diesen hebräischen oder griechischen Wörtern, weil es so reichhaltig ist, da ist viel mehr drin als in der deutschen Sprache. Das Wort Retter ist Soter. Und da Soteria heißt ja wirklich erretten von allem Übel. Zuerst natürlich, weil wir verloren sind, brauchen wir einen Retter, einen Erlöser. Jesus ist gekommen, um zu sterben am Kreuz. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es in der Bibel. Jede Sünde heißt, du musst sterben vor Gott, weil er so heilig ist. Aber weil er weiß, dass wir Menschen das unmöglich schaffen und jeden Tag machen wir Fehler, wir sind so unvollkommen, wo wir ja nicht wollen. Wir wollen nicht absichtlich das so machen, aber er weiß, dass einer hinhalten muss, wegen der Heiligkeit Gottes, einer, und zwar der Sündlose, Jesus. Und darum brauchte es die jungfräuliche Geburt, nicht von Josef gezeugt, sondern vom Heiligen Geist gezeugt. Sie sagt, ja, aber wie soll das geschehen? Maria hat das auch gesagt zum Engel Gabriel, als er gekommen ist und ihr das angekündigt hat. Okay, aber wie soll das geschehen? Ich kenne keinen Mann. Ja, sie kannte Josef, sie war ja verlobt, aber sie war noch nicht Mann und Frau. Erkennen heißt eben zusammenkommen, auch in der Ehe dann. Sie war noch nicht mit Josef in dem Sinn verheiratet. Und sie wusste nicht, ja, wie soll das gehen ohne Mann? Der Engel hat ihr gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird es tun. Kann Gott das? Er kann, weil er ein Gott von Wunder ist. Er kann das. Er ist Herr über dem ganzen Universum. Er hat es ja geschaffen. Er hat auch uns geschaffen. Aber genau das ist es, der Retter. Wir brauchen Rettung. Jeder Mensch braucht einen Erlöser. Wir sind verloren ohne Retter, mit anderen Worten. Wir sind verloren. Der Himmel ist real. Ewigkeit ist real für uns. Amen. Wir sind Menschen. Gott schafft nicht etwas nach seinem Ebenbild und dann sind das diese 70, 80 Jahre und dann ist man mausetot, wie das viele meinen. No. Sie werden mal ganz böse erwachen, falls sie nicht den Retter angenommen haben. Weil Gott ist Gott und Gott ist heilig, der Retter. Ich werde euch jetzt eine Kurzgeschichte lesen und zwar heißt die der Menschheit größte Not. Wäre der Menschheit größte Not Information, hätte uns Gott Lehrer und Erzieher geschickt. Die haben wir ja. Vom Himmel her ein Erzieher und ein Lehrer. Wäre die größte Not Technologie, hätte uns Gott einen Wissenschaftler vom Himmel geschickt. Wäre es Geld, hätte er uns einen Wirtschaftsexperte geschickt. Wäre es Vergnügen, hätte er Gott uns einen Entertainer geschickt. Aber unsere größte Not ist Vergebung. Deshalb sandte Gott einen Erlöser, den Erlöser. Okay? Menschen brauchen Vergebung. Und Jesus hat uns am Kreuz total vergeben. Er hat für jede kleine und jede ganz große, uns gibt keine Sünden, die zu groß werden, hat er bezahlt. Vergangene, gegenwärtige, zukünftige, weil Gott außerhalb der Zeit ist. Wir sind zeitgebunden hier auf Erden, aber es wird auch nicht ewig so sein. Aber im Moment ist wegen der Sonne, ist wegen der Erddrehung, ist wegen dem Mond, haben wir Winter und Sommer und Frühling und Herbst und haben 24 Stunden. Okay, haben Wochen, haben Monate, haben ein Jahr. Das ist alles wegen dem Mond, wegen so wie es der Herr gewollt hat. Aber das ist nur da.
Außerhalb der Erde, im Kosmos, gibt es nicht Zeit. Es ist nur hier. Wir werden mal wunderbar jugendlich sein. Sobald, wir träumen jetzt nicht zu fest vom Himmel, sonst bleiben wir nicht mehr so gerne da auf Erden. Aber Himmel ist real, meine Lieben, es ist real. Mögen die Weihnachtsgeschenke uns an das größte Geschenk erinnern, seinen einzigen Sohn. Denkt daran heute Abend, wenn ihr feiert mit der Familie. Die Kerzen sollen uns erinnern, dass er das Licht der Welt ist. Okay? Den Weihnachtsbaum soll euch daran erinnern, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Am Baum, am Holz. Das Weihnachtsessen soll euch daran erinnern, dass er das Brot des Lebens ist. Die Weihnachtsglocken am Radio oder am Fernsehen. An die glorreiche Ankündigung seiner Geburt. Und die Weihnachtslieder an den Gesang der Engel. Ehre sei Gott in der Höhe. Die Weihnachtszeit soll uns daran erinnern, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er der König ist. Amen. Genau das. Das nächste, was sie sagen, da ist es im Vers 12. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Sie gingen ja dann auch. Sie sagten, lass uns gehen, wir wollen nach Bethlehem gehen, wir wollen schauen, was das ist. Ich meine, das hat ihnen schon Eindruck gemacht, dieser Engel. Und nachher die Herrscharen im Himmel, könnt ihr dann dies Licht euch vorstellen, als dann plötzlich alle da waren und es hell wurde, heller als am Tag. Cool, das muss ein Spektakel gewesen sein, das ihnen eingefahren ist und sie wollten dann einfach nach Bethlehem. Und sie gingen auch und sie fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Das fanden sie. Das soll auch ein Zeichen sein. Aber die wir die Bibel ein bisschen kennen, ist das noch einmal ein Zeichen auf den Messias, nämlich die Art und Weise, wie er dann eben, dass er sterben würde und dass er in ein Grab gelegt würde. Die Windeln repräsentieren seine Grabtücher. Wurde in Grabtüchern, wurde er gewickelt und er wurde in ein ausgehauenes Grab gelegt. Wisst ihr, die Futterkrippen, wenn wir die Krippen, die Darstellung von Krippen sehen, die sind immer so aus Holz und so schräg. Aber die Futterkrippen damals, die waren aus Stein, ausgehauenem Stein. Kann man heute dort noch sehen. Also ist das auch nochmal ein Zeichen, dass er eben gekommen ist, um zu sterben. Er würde in einem ausgehauenen Grab liegen, in Grabtüchern gewickelt. Das ist ein Zeichen. Die Bibel ist voll von Symbolik, auch von Schattenbildern nennen wir es, wo der Heilige Geist zum Voraus Dinge hineinwebt, die wir dann entdecken, die auf Jesus hin zeigen. Das ganze Alte Testament ist voll von diesen Schattenbildern auf den Messias hin. Ist ganz, ganz großartig. Dann der Gesalbte, haben wir gelesen, euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt David, der Gesalbte, das heißt Christus. Christus. Christus heißt der Gesalbte. Und Herr ist Kyrios, Kyrios, Kyrie eleison, Kyrios, der Herr. Diese Wörter, die Engel da brauchen, ist es nicht gewaltig? Das ist unser Herr. Weißt du, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Im 1. Johannes 3,8, das ist nicht da, 1. Johannes 3,8,
dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Amen. Und es braucht die Salbung. Christus, der Gesalbte und seine Salbung, um ein Joch zu zerstören. Sünde ist ein Joch auf dem Menschen. Finsternis ist ein Joch. Krankheit ist ein Joch eigentlich. Wenn Jesus in die Nähe von Kranken kam, hat er sie gesund gemacht. Alle, die zu ihm kamen, hat er geheilt. Es gibt kein einziges Beispiel, wo er gesagt hat, dich will ich nicht heilen, komm morgen vorbei. Er war immer gesalbt und immer voll von Liebe für Menschen. Er hat nie jemand abgewiesen. Das ist für uns so wichtig zu wissen, weil wir haben jetzt seine Verheißung und wir dürfen wirklich wissen, er weist uns nicht ab. Wir müssen nicht denken, ja, bin ich gut genug? Eben nein, es ist ja sowieso Gnade. Du musst gar nicht denken, ob du gut genug bist. Du qualifizierst. Jeder Sünder qualifiziert. Weil er uns, ja, wenn wir ihn annehmen, spricht er uns gerecht aufgrund von Glauben. Dieses Jahr haben wir jetzt 500 Jahre gefeiert seit Martin Luther und er hat das Gott sei Dank neu entdeckt in der Bibel damals, wo es so dunkel war. Das Mittelalter war das Schlimmste überhaupt, 1000 Jahre Dunkelheit da in Europa, Mittelalter, furchtbar, was dort geschehen ist. Das Evangelium war nur noch ein kleines Fünklein, ein kleines Lichtlein, ab und zu dort ein Gläubiger, ab und zu dort. Alles war so schlimm geworden, so dunkel geworden. Aber Gott sei Dank hat er gesagt, hey, er hat Gott sei Dank die Bibel so gut gekannt und Griechisch gekannt und Hebräisch verstanden, dass er gesehen hat, wir müssen ja nicht Werke tun, um vor Gott wohlgefällig zu sein. Sondern Gott nimmt uns an, wenn wir glauben, die Glaubensgerechtigkeit, wir sind gerecht gesprochen durch den Glauben an ihn. Glauben allein, Wort allein, Gnade allein, hat er gebracht. Sola Scriptura, sola, sola, ich kann nicht, ich habe zu wenig, aber drei Sachen, wo er neu etabliert hat. Und dafür war er der Ketzer und wurde verfolgt und aber das Gott sei Dank, Gott sei Dank, danke Martin Luther, danke, dass er das neu gebracht hat und ich spüre einfach, darum haben wir auch einen neuen Namen, weil uns der Herr in den letzten Jahren einfach mehr noch in diese Richtung geführt hat, glaubensgerecht. Und nicht, dass wir wirklich wegkommen vom Werken. Dass wir denken, ja, ich muss, glaube ich, noch mehr beten, weil sonst kommt der Herr nicht durch. Oder ich muss jetzt echt wirklich ein besserer Mensch werden, sonst nimmt mich Gott nicht an. All das sind religiöse Ideen. Aber eigentlich hat Gott uns befreit von dem. Wir sind schon angenommen. So wie du dein Kind annimmst, ob es ein Liebes ist oder nicht ein Liebes. Es ist dein Kind und es wird ewig dein Kind sein. Vater, Mutter, hört ihr zu? Eltern, hört ihr zu? Wir lieben einfach unsere Kinder, weil sie unsere Kinder sind, obwohl sie manchmal wirklich in die Windeln machen oder nicht gut tun. Und man sie erziehen muss. Und umso kleiner sie sind, muss man ihnen Regeln geben und so weiter, wenn sie mal groß. Und auch wir, wenn wir erwachsen werden im Glauben, dann ist es viel einfacher. Weil oft muss Gott doch auch durch Umstände zu uns sprechen, kann er. Nicht, dass er sie verursacht. Aber wenn wir es nicht kapieren und einfach eigene Wege gehen als Christ und so weiter, dann wird es manchmal recht schwierig, sodass Gott, diese Christen, die dann auch nicht mehr in eine Gemeinde gehen, sie sind nicht mehr unter dem Wort. Und Gott erzieht uns eigentlich durch das Wort, heißt es. Aber wenn wir so weit weg sind, ja, dann hat Gott keine Möglichkeit mehr, außer die Umstände. Umstände können, dass sie dann plötzlich umkehren, oder? Mit der verlorenen Sohn bei den Säuen. Okay? Man hat dort nicht den Vater gehört, was er sagt. Er hat einfach seine eigenen Wege gehabt.
Also, er kam uns zu befreien, der Gesalbte und der Herr, das Zeichen. Und dann haben sie gesagt, und auf einmal war bei den Engeln die ganze himmlische Heerschar, also bei dem Engel, bei dem einen, wahrscheinlich war es auch bei Gabriel, der gekommen ist, ich weiß, es steht nicht, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Die Menschen seines Wohlgefallens. Gott hat Wohlgefallen an den Menschen, wenn er liebt alle Menschen, aber er möchte sie in eine Beziehung zu ihm führen. Und wann hat er echt Freude an uns? Wenn wir ihm glauben. Eben nur glauben. Ohne Glauben, heißt es im Hebräer 11, Vers 6, ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Aber Glauben ist wirklich das Einzige. Ihm vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt auch, ihm beim Wort nehmen. Okay? Wir haben so kostbare Verheißungen in der Bibel. Im Vertrauen. Gott hat es gesagt. Ja, kann Gott sprechen? Ja, natürlich kann Gott. Du kannst ja auch sprechen. Wir sind in seinem Ebenbild gemacht. Und Gott hat über sein Wort gewacht, über all die Jahrhunderte und über all die vielen Schreiber da drin. Das ist ein übernatürliches Buch voll Wunder, dass da der rote Faden drin ist, Jesus Christus, schon bei den ersten Seiten, gerade nach dem Sündenfall, kommt die erste Verheißung über den Messias. Amen. Der Same der Frau wird dir den Kopf zertreten, hat er zur Schlange gesagt. Ah. Glory to Jesus. Es dauert lang, es hat Jahrtausende gedauert, aber der Same kam. Der Same ist Christus der Herr, geboren von der Jungfrau Maria. Und nachher hatte sie viele Kinder mit Josef. Jesus hatte Halbbrüder und Halbschwestern. Die sind aufgezeichnet in der Bibel ohne Namen, aber ja, doch einer, der Jakobus, den weiß man, wie er heißt. Ist es nicht wunderbar? Schau, weshalb es heißt nur Glauben. Die nächste Schriftstelle ist, ich verkünde euch große Freude, genau, der Retter, Christus der Gesalbte, Kyrios der Herr. Das Zeichen haben wir besprochen. Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Großen Frieden haben wir, wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir glauben, dass Jesus unsere Sünden ans Kreuz gebracht hat und für mich gelitten hat. Er füllt uns das mit großer Ehrfurcht. Du sagst ja, wie kann ich das beweisen? Ich muss es nicht beweisen, weil glaube es einfach. Und die Bibel sagt auch, sobald wir beginnen zu glauben, spüren wir, dass es wahr ist. Merken wir, haben wir die Beweise, auch in unserem Leben ganz konkret, dass es wahr ist. Das ist schön. Es ist wirklich so. Aber jetzt noch eine Stelle, weshalb wir nur glauben. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das an ihn glauben, heißt einfach auch das annehmen, was er gemacht hat. Ihn aufnehmen als Herr. Herr, ich nehme dich jetzt persönlich als meinen Herrn und Erlöser an. Es ist ganz ein einfaches Gebet, steht hinten auf unseren Zetteln, die wir gerne an Menschen verteilen. Übrigens, Menschen sind so offen, wenn wir draußen sind, am Bahnhof oder bei dem Mikro mit Menschen sprechen. Viele hören wirklich zu. Viele hören zu. Sie wissen, dass da etwas dran ist. Das ist schön. Es geht darum, dass wir offen sind, dass wir Ja sagen. Er kann nichts gegen unseren Willen tun. Es ist wirklich ein freier Entscheid. Und auch die nächste Stelle, die letzte Stelle. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben.
Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist es. Deswegen waren die Engel so freudig. Deswegen war einfach die Freude mega, mega Freude, mega Freude. Und wir, die wir an ihn glauben, jedes Mal ist es einfach wieder mega Freude. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir beten, wenn wir auch alleine sind, dürfen wir uns daran erinnern, dass wir aufgrund des Glaubens alleine haben wir ewiges Leben mit Gott. Weißt du, das gibt einem die Sicherheit, die wir brauchen in dieser Welt. Es wäre niemals die Idee gewesen von Gott, dass wir einfach ohne Gott, dass es uns nicht interessiert. Sondern es ist erst mit dem Herrn im Herzen, ist es wirklich, wird das alles real und bekommen wir die Sicherheit als Menschen, die wir brauchen. Weil ein Mensch ohne Gott ist kein Mensch. Er hat immer so das gedacht, dass wir uns ihm unterstellen. Dass wir uns demütigen vor ihm. Das ist auch, oder jemand, der sagt, ich brauche Gott nicht, da ist noch dieser Stolz da, diese Selbsterlösung, diese Glauben, sie schaffen es alleine. Und das ist kein Zeichen von Männlichkeit. Ganz im Gegenteil. Aber sie denken so. Wir haben vielleicht früher auch so gedacht. Zum Teil. Okay. Aber unser wunderbarer Christmas Song, ich spreche den nochmal auf Schweizerdeutsch. Christmas ist ein Christmas, also Weihnacht ist keine Weihnacht, bis sie in deinem Herzen geschieht. Irgendwo tief drinnen beginnt wirklich Weihnachten. Also gib dein Leben Jesus, dann wirst du merken, wenn du es tust, dass das deine ganz persönliche Weihnacht ist. So give your life to Jesus, you'll discover when you do. That's Christmas, really Christmas for you. Hallelujah. Ich möchte, Corinne, dich bitten, nach vorne zu kommen. Wir werden jetzt noch auch beten dann. Bitte steht auf. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Damit er
möchte jetzt noch beten. Ich bitte, dass wir einfach unsere Augen schließen. Vater, wir danken dir so sehr für dein kostbares Wort, das du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass es ganz klar ist, wer der Erlöser ist, nämlich das bist du, Herr Jesus. Du warst geboren worden und du bist ans Kreuz gegangen. Und du bist aber auch auferstanden. Und so wie du lebst, dürfen wir leben. Und ich möchte jetzt einfach fragen, wenn jemand da ist, der diesen Schritt von Jesus Christus als Herrn annehmen noch nie getan hat, dass du also einfach sagst, ich möchte an Jesus glauben. Ich darf kommen, wie ich bin. Ich darf einfach mich hinsetzen an diesem Tisch von Segnungen, die kommen mit Jesus. Wenn du da bist und noch gar nie so einen Entscheid getroffen hast, dann kannst du einfach deine Hand kurz aufhalten und wir werden alle miteinander dieses Gebet sprechen. Ist jemand da? Ist jemand da, der Jesus annehmen möchte als Herrn? Thank you, Lord. Es kostet gar nichts, außer dass wir glauben. Ich danke dir auch, Vater im Himmel, dass die Menschen, die diese Botschaft hören, auf dem Internet, dass sie genau das jetzt sich überlegen, habe ich Jesus oder habe ich ihn nicht? Bin ich ein Kind Gottes? Habe ich die Sicherheit von ewigem Leben in mir drin, weil Jesus in mir lebt? Vater, ich bitte jetzt einfach, ja, dass wir jetzt beten alle miteinander, dieses Übergabegebet sprechen. Vater, ich komme zu dir. Ich glaube an deinen Sohn. Jesus Christus, du bist auch für meine Sünden gestorben. Meine Sünden sind am Kreuz. Meine Schuld hast du weggenommen. Ich bin gerecht gesprochen worden durch dich, weil ich an dich glaube. Und ich danke dir, Jesus. Jesus, ich sage dir jetzt, sei du mein Herr. Ich möchte heute dir mein Leben schenken. Und ich stehe jetzt von nun an unter deiner Gunst. Und alle himmlischen Segnungen gehören mir. Danke, danke, Jesus. Amen. Amen. Dann möchte ich euch herzlich einladen dann für unseren Apéro. Wir werden jetzt dann den Raum verlassen, so schnell wie möglich. Wir unsererseits werden noch die Kabel aufräumen, das Wichtigste abschalten da im Raum und kommen dann auch gleich runter. Ich möchte euch noch etwas vorlesen, auch nochmal. Es heißt die Geburtstagsfeier, vielleicht kennen das einige, der Ehrengast Jesus Christus, den wir feiern. Also gut. Das Datum dieser Feier ist jeden Tag. Okay, traditionsgemäß, aber am 24. sagen wir mal, 24. Dezember. Die Zeit, wann immer du bereit bist, bitte komm nicht zu spät, sonst verpasst du so viel Schönes. Wo ist der Ort? In deinem Herzen. Dort wird er dir begegnen, du wirst sein Klopfen hören. Du hast es heute schon gehört. Dann der Dresscode. Interessiert, was man anzieht? Das ist doch immer so die Frage, wenn man irgendwo hingeht. Oh, was muss ich anlegen? Komm, wie du bist. Auch Schmuddelige sind okay. Er wird sowieso unsere Kleider waschen. Er sagte etwas über neue weiße Gewänder für alle, die dabei sind. Okay? Das Ticket, Eintritt
frei. Er hat schon alles bezahlt. Er sagte, dass wir es ohnehin nicht vermögen würden. Es hat ihn alles gekostet, was er hatte, aber eines musst du tun, nämlich das Ticket annehmen. Das Menü. Interessiert am Menü? Neuer Wein. Brot und ein himmlischer Trank. Lebendiges Wasser, genannt. Gefolgt von einer Mahlzeit, die alles übertrifft, was du dir denken kannst. Geschenkvorschlag. Dein Leben. Er gehört zu den Menschen, die schon alles haben. Er gibt dir jedoch viel mehr zurück. Es lohnt sich, du wirst es sehen. Unterhaltung. Es ist ja auch Tanz und Freude im Reich Gott. Freude, Friede, Wahrheit, Licht, Leben, Liebe, echtes Glücklichsein. Beziehung und Gemeinschaft mit Gott, Vergebung, Wunder, Heilungen, Kraft, Ewigkeit im Himmel, Zufriedenheit und vieles mehr. Bringe deine Familie und Freunde. Amen. Amen. Und zum Abschluss nochmal ein Lied. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Thou in a lowly manger, the humble Christ was born, and brought us God's salvation, that blessed Christmas morn. Hey! Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is go born. Go tell it. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Amen. Amen. Danke, Herr Jesus. Ja, ihr seid sehr herzlich willkommen eben unten und wir freuen uns dann auf diesen schönen Apero. Danke vielmal für alle, die geholfen haben, gebracht haben. Ja, das ist sehr, sehr lieb. Und wir sehen uns unten. Danke, Herr. Thank you, Lord. Mm-hmm.